Hi, mein Name ist Kev und heute erkläre ich dir den Gutachtenstil. Zuerst werde ich dir erklären, warum man den Gutachtenstil überhaupt benutzt. Als zweites erkläre ich dir dann, wie genau er funktioniert, also wirklich für Anfänger sehr, sehr geeignet. Und als drittes gebe ich dir noch einen Tipp, falls du schon etwas fortgeschrittener bist oder wenn du dann irgendwann mal in Richtung große Übungen gehst, wie sich der Gutachtenstil etwas verändert. Also, warum benutzt man den Gutachtenstil überhaupt? Was vielen Jurastudenten vor allem am Anfang nicht bewusst ist, ist, dass man wirklich zum Richteramt ausgebildet wird. Als Richter macht man das natürlich nicht so wie jeder normale Nicht-Jurist. Sagen wir mal, es kommt ein Strafrechtsfall. A gibt B eine Backpfeife und der B verspürt dabei Schmerzen. Jeder Nicht-Jurist würde jetzt sagen, wenn man ihn fragt, hat er sich strafbar gemacht? Dann sagt er, ja, hat er, weil. Und genau das ist die falsche Herangehensweise für Jurastudenten. Denn wir, beziehungsweise später der Richter, muss anhand bestimmter Kriterien festmachen, ob sich diese Person jetzt genau strafbar gemacht hat. Das heißt, man hat ein bestimmtes Schema und das arbeitet man ab. Liegen diese Voraussetzungen vor, hat sich die Person strafbar gemacht. Das heißt, man geht nicht von vornherein davon aus, dass sich die Person strafbar gemacht hat und begründet dann, warum, sondern wir müssen überlegen, könnte sich diese Person strafbar gemacht haben, klappern dann die ganzen bestimmten Voraussetzungen ab und sagen im Ergebnis ja oder nein, diese Person hat sich strafbar gemacht, ja, weil oder nein, warum, und das dann halt komplett abgearbeitet. Also, wie funktioniert jetzt dieser Gutachtenstil? Der Gutachtenstil besteht aus genau vier Schritten. Schritt Nummer 1 ist der Obersatz. Danach folgt die Definition, dann die Subsumption und dann das Ergebnis. Kommen wir also zurück zu unserem Beispielsfall. Ich habe ja gesagt, der A gibt dem B eine Backpfeife und der B verspürt Schmerzen. Das ist natürlich ein Strafrechtsfall und deswegen überlegen wir jetzt als allererstes, warum könnte sich denn unser A hier strafbar gemacht haben? Da fällt einem natürlich ganz einfach die Körperverletzung ein. Dann guckt man in seinem StGB nach, wo ist die Körperverletzung, und man findet Paragraph 223 StGB. Jetzt in der Klausur gehen wir nach unserem Schema vor, im Gutachtenstil. Also Schritt Nummer 1, Obersatz. Wie vorhin gesagt, wir fangen nicht gleich an zu sagen, hat sich strafbar gemacht, weil, sondern wir fangen an mit könnte. A könnte sich gemäß Paragraph 223, also einer Körperverletzung, strafbar gemacht haben, indem dieser dem B eine Backpfeife gab und der B dann Schmerzen verspürt hat. Wichtig bei diesem Obersatz, also bei dem Ober-Obersatz quasi am Anfang der Prüfung, ist auch, dass ihr vor allen Dingen im Strafrecht schreibt, indem. Warum könnte er sich strafbar gemacht haben? Das ist bei dem Obersatz sehr wichtig. Schreibt nicht einfach, A könnte sich wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben, sondern schreibt wirklich, A könnte sich gemäß Paragraph 223 Absatz 1 StGB wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben, indem. Und dann schreibt ihr, was diese Person gemacht hat. So, kommen wir nun zu Schritt Nummer 2, der Definition. Wie euch vielleicht bekannt ist, im Strafrecht hat man immer dieses Schema. Man fängt an mit der Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und dann mit der Schuld und kommt dann zu einem Ergebnis. Jetzt diese Tatbestandsmerkmale müssen wir natürlich erst einmal definieren. Was sind denn die Tatbestandsmerkmale? Und da ist das bei der Körperverletzung sehr, sehr einfach. Man guckt nämlich einfach ins Gesetz. Im ersten Semester kennt ihr das. Ich habe jetzt hier meinen Backtext genommen. Ihr könnt natürlich auch den Schönfelder nehmen, wenn ihr schon weiter seid. Aber wir gucken jetzt einfach in Paragraph 223 StGB. Jetzt lest ihr einfach Paragraph 223, der sagt nämlich, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, wir haben hier genau drei Voraussetzungen. Eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. In den meisten Fällen. Bitte guckt da, wie das eure Uni handhabt, wie das euch die AG-Leiter sagen, müsst ihr eine andere Person nicht noch direkt prüfen, weil das ist meistens klar, wir haben hier den B, da braucht ihr nicht großartig nachdenken, das ist sogar den Juristen klar, das ist völlig egal, B ist eine andere Person, das müsst ihr jetzt nicht extra prüfen, da kommt es jetzt auch gar nicht drauf an. Wir fangen also mit der körperlichen Misshandlung an. Was jetzt kommt, ist sehr, sehr wichtig. Ich blende euch das hier ein, wir haben ja jetzt gerade Obersatz und Definition und jetzt machen wir nicht gleich mit der Subsumption weiter. Wir schreiben jetzt nicht, hat B körperlich misshandelt oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst jetzt in diesem Prüfungspunkt der körperlichen Misshandlung wieder das komplette Schema einmal aufbauen. Das heißt, ihr müsst dieses Tatbestandsmerkmal, so nennt man es, komplett von vorne mit dem Gutachtenstil prüfen. Das heißt, wir fangen wieder komplett von vorne an. Punkt Nummer 1, Obersatz. Obersatz immer Konjunktiv. A müsste B körperlich misshandelt haben. Was ist jetzt eine körperliche Misshandlung? Wir kommen nämlich zu Schritt Nummer 2. Der Definition. Immer dieser Vierschritt. Definition der körperlichen Misshandlung müsst ihr dann eben auswendig lernen. Die steht nicht im Gesetz. Es gibt Legaldefinitionen, aber hier ist es jetzt nicht der Fall. So, die Definition, die könnt ihr dann im besten Fall. Die ist nämlich
Eine körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Dann kommt ihr zu Schritt Nummer 3, der Subsumption. Was ist die Subsumption? Das ist relativ einfach. Ihr müsst bei der Subsumption den Sachverhalt unter die Definition einordnen. Das heißt, ihr habt eure Merkmale und müsst jetzt sagen, liegt das denn hier überhaupt vor? Wir haben natürlich den Fall, der ist relativ kurz, der ist relativ einfach, damit da wirklich gar keine Probleme drin vorkommen. Ihr müsst jetzt einfach schreiben, A hat dem B eine Backpfeife gegeben, dies stellt eine üble und unangemessene Behandlung dar. Dann schreibt ihr, daraufhin hat der B Schmerzen verspürt. Das ist natürlich eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens des B. So habt ihr den Sachverhalt unter eure Definition der körperlichen Misshandlung eingeordnet, also subsumiert. Danach kommt ganz einfach das Ergebnis und da schreibt ihr dann einfach, der A hat den B körperlich misshandelt. So, jetzt haben wir also diese Zwischenprüfung. Wir haben jetzt erst Obersatzdefinition, dann haben wir wieder von vorn angefangen, haben das jetzt beendet und kommen dann wieder zur Subsumption. Wie gesagt, ihr wisst das, im Strafrecht würde man natürlich jetzt noch die Gesundheitsschädigung prüfen, das macht ihr genauso. Dann kommt der Vorsatz bzw. die subjektiven Tatbestandsmerkmale, die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Das macht ihr alles komplett genauso, auch immer mit Obersatz, Definition, also zum Beispiel, was ist der Vorsatz, liegt das hier vor, Ergebnis, macht ihr alles genauso. Und dann kommt natürlich am Ende die Frage, passt das jetzt alles? Ihr müsst also quasi das alles einordnen in wieder einer Subsumption. Das heißt, ihr überlegt euch dann, hat sich diese Person jetzt strafbar gemacht oder nicht? Dann kommt ihr zu eurem Ergebnis. Da ist einfach der Tipp, schreibt euch einfach euren kompletten Obersatz nochmal ab und ersetzt dann einfach das könnte durch hat und dann könnt ihr einfach genau den gleichen Satz nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit es auch wirklich genauso endet, wie anfängt. Das findet der Prüfer dann schön, weil dann rundet das die ganze Prüfung nochmal ab. Und jetzt zu dem Tipp, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und zwar, wenn ihr dann in Richtung große Übung geht oder ihr etwas weiter seid, dann werden die Klausuren immer mehr unter Zeitdruck geschrieben. Das heißt, ihr braucht wirklich jede Sekunde, die ihr irgendwo einsparen könnt. Und es ist da sehr, sehr anerkannt, dass man bei wirklich unproblematischen Sachen den sogenannten verkürzten Gutachtenstil benutzt. Niemals den Urteilsstil, das dürfen wir nicht, dafür gibt es sofort eine schlechte Note. Urteilsstil bedeutet, wir dürfen nicht schreiben, hat sich strafbar gemacht, weil, sondern wir müssen halt immer im Gutachtenstil bleiben. Und da gibt es den verkürzten Gutachtenstil. Wenn wir das jetzt mal an dem gleichen Beispiel wie vorhin verdeutlichen, bei der körperlichen Misshandlung, es ist komplett klar, dass die vorliegt. Das bitte aber erst später machen, nicht in den ersten paar Semestern. Da müsst ihr wirklich dem richtigen Gutachtenstil genauso folgen, wie ich es euch vorhin gesagt habe. Später, wenn es wirklich komplett unproblematische Sachen gibt, dann könnt ihr die Definition weglassen und die Subsumption sofort schreiben und die Definition da gleich mit einbauen. Das nennt sich verkürzter Gutachtenstil. Wenn wir jetzt zurück auf den Beispielsfall kommen, würdet ihr gleich sowas schreiben wie die Backpfeife stellt eine üble, unangemessene Behandlung dar, die bei dem B Schmerzen hervorruft und deswegen sein körperliches Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt. So habt ihr quasi 2 in 1. Das nennt sich verkürzter Gutachtenstil, aber wirklich achtet darauf erst später. Macht's in den ersten 3-4 Semestern strikt nach dem Gutachtenstil und in der großen Übung dann benutzt diesen verkürzten Gutachtenstil. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr andere Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Hoffentlich bis bald. Ciao.